Kafka. Frau Präsidentin, habe die Ehre, liebe Kolleginnen und Kollegen, grüß Gott im Hohen Haus, liebe Gäste und zu Hause vor dem Fernsehen, Frau Ministerin Glöckner, Herr Minister, Genosse Heil. Wir debattieren ja heute über ein hausgemachtes Problem. Ja, Sie, sehr geehrte Damen und Herren von den Altparteien, waren es ja, die in der Vergangenheit mit einer Flut von bürokratischen Auflagen die Existenz der kleinen Metzgereien und Schlachtbetriebe zerstört haben. Sie sind für den Kostendruck und damit für die Konzentration in der Fleischbranche verantwortlich. Und Sie waren es auch, die mit Hilfe der EU Arbeitnehmerfreizügigkeit Deutschland zu einem Billiglohn gemacht haben, unter Kanzler Söder und Landwirtschaftsministerin Künast, meine Damen und Herren. Deshalb ist heute pure Heuchlerei, wenn Sie mit den Fingern auf die Schlachtbetriebe zeigen. Ja, die Schlachthöfe haben ja nur das von Ihnen vorgegebene, haben sie ja nur an die von Ihnen vorgegebenen Spielregeln gehalten. Man gewinnt den Eindruck, dass Sie mit dem Gesetz jetzt noch die verbleibenden Schlachtbetriebe beseitigen wollen, Herr Kollege Minister Heil. Gut, von der SPD kann man ja mittlerweile nichts anderes nicht mehr erwarten. Aber dass ausgerechnet die CDU-CSU den mittelstandsfeindlichen Weg mitträgt, das ist für mich unverständlich und unerträglich. Das ist ja ein Skandal. Und dann müssen wir mal. Dann müssen wir sich einmal die Begründung des Arbeitsschutzgesetzes. Jetzt ist der Herr Protschka dran. Dankeschön, Frau Präsidentin. Und dann muss man sich wieder mal die Begründung des Arbeitsschutzkontrollgesetzes auf der Zunge zergehen lassen. Corona. Corona ist mittlerweile für alle schuld. Aber haben wir uns mal ganz ehrlich, das Einzige, was Sie damit wollen, ist Panik unter der Bevölkerung verbreiten. Und jeder weiß, dass ein Arbeitsvertrag null Auswirkungen auf die Infektionsgefahr hat. Sie haben es angesprochen, Herr Minister, den Menschen, den Saisonarbeitern wird es so schlecht gehen. Ich komme aus Memmingen. Dort haben wir vor kurzem miterleben dürfen, wie der Staat mit den Menschen umgeht. Die Menschen wurden eingesperrt, die Menschen wurden eingepfercht. Ja, denen wurde richtig die Freiheit beraubt, egal ob positiv oder negativ. Alle wurden eingezäunt, öffentlich, dass die Presse fotografieren konnte. Corona-Tests wurden zum Teil ohne Übersetzer, ohne Zustimmung der Betroffenen durchgeführt. Das ist Körperverletzung, meine Damen und Herren, und sonst nichts anderes. Am Wochenende des Vorfalls bei der Pressekonferenz mit unserem Ministerpräsidenten und möchte gern Kanzlerkandidaten Söder, Gesundheitsministerin Hummel und unseren Landrat hieß es dann, das Hygienekonzept, welches übrigens vom Gesundheitsamt abgenommen wurde, hätte versagt. Auf eine schriftliche Anfrage im Landratsamt konnte mir dann aber nicht beantwortet werden, was versagt hat, weil man wollte ja anderen Landwirten helfen, aber da hat es dann keine Lösung gegeben dafür. Man wollte wieder nur Angst in der Bevölkerung verbreiten. Doch kommen wir noch mal kurz zu einem Arbeitsschutzgesetz. Sie wollen doch hauptsächlich den Einsatz von Werksverträgen und Leiharbeitern verbieten. Die Fleischwirtschaft wird aber auch in Zukunft Leiharbeiter brauchen. Sie sind angewiesen darauf, um Spitzen und Nachfragen abzudämpfen. Der Kollege hat gesagt, 15% ist eine sehr gute Lösung dafür. Da kann man Spitzen abdecken und sonst das andere. Ja, es ist ja sogar vermutlich oder wird wahrscheinlich passieren, dass die Fleischwirtschaft dann komplett ins Ausland absiedelt. Was haben wir dann noch? Dann haben wir keine demokratischen Mitbestimmungsrechte mehr auf Arbeitsschutzgesetze, auf Hygiene, auf Lohngerechtigkeit, auf Tierschutz und so weiter und so fort. Nein, wir haben dann wieder Lebendtiertransporte. Wollen Sie das wirklich? Ich und die AfD wollen es nicht, denn nur mit der AfD ist Landwirtschaft, Umweltschutz und Tierschutz möglich. Dankeschön, meine Damen und Herren. Dankeschön. Vielen Dank. Dann Dankeschön. Nächster